Jazz, es sind beides Zicken. Aber ich würde mal jetzt zu Emily sagen. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Warum? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Oh Gott, das Zimmer wird immer verrückter hier. Ach, Herr Jemine. Das Spiel macht er noch ganz verrückt. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Loyalität. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Abkürzung riskieren, dem Weg folgen. Ja, riskieren wir die Abkürzung wieder. Eieiei. Jess! Nein! Das zieht doch was. Okay, die lebt noch. Sehr gut. Runterspringen, herumgehen. Oh Gott, sollten wir da runterspringen? Komm schon. Ach, du Scheiße! Fuck. Boah. Nur keine Zeit verlieren. Komm schon. Balancieren oder springen? Ja, ich springe. Weg folgen oder runterrutschen. Ach komm, wir rutschen. Oh shit. Nein, verdammt, Nase! Wow. Eieieiei. Komm schon. Na los, Mikey Boy. Eieiei, ich will da mal schnell machen, dann nehme ich die riskanten Wege. So, aber wir haben es geschafft bis jetzt. Jessica! Ich bin schon da! Oh
mein Gott. Jess! So. Jessica, ich komme! Ich komme! Ja, wo ist denn der Elevator? Wir müssen nach unten, nehme ich an. Jessica! Eieiei. Komm schon, was haben wir da? Oh, da können wir was aufsammeln. Ein Totem. Ein gelbes. Ein Führungstotem. Oh. Den Hund sollten wir streicheln. Generell, ein Hund ist lieb anscheinend. Jessica! Ich komme! Ach, Herr Jemine. Wo lang? Nein! Oh Gott! Oh je, oh je. Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Was zur Hölle? Eieiei. Wir glotzen da oben runter. Mike Minen, 0:12 Uhr. Jetzt müssen wir auch noch klettern. Sicher. Oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch. Jetzt komm schon. Klettern, komm schon, klettern. Komm, Papa. Oh. Meine Fresse. So. Okay, ja. Yeah. Rüber mit uns. Oh, shit. Da ist der. Und der latscht einfach so da lang. Zu mir nichts, dir nichts, latscht der da lang. Was? Nein. Komm, komm schon. Das wusste der doch, der Typ. Schott. Scheiße, ich muss es schaffen! Shit. So, ein Lichtlein im Dunkeln. Kann nicht schaden. Sind sie wieder draußen? Meine Güte. Wo sind wir nur? Und wo ist Jazz? Scheiße. Was ist das für eine Bude? Oh, das ist noch so ein Schloss, oder was das ist? Der Typ geht dahin. Oh. Oh, was zum. Oh. Jetzt sind wir wieder bei Chris. Oh. Oh nein. Ashley! Oh. 0:41 Uhr. Die erleben hier alle was, du. Das kann ich euch sagen. Ash!
das ist zu. Boah. Oh, was ist denn da? Eieiei. Nicht gut. Ash. Nicht gut, oh nein. Wirklich nicht gut. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir nach draußen, nehme ich an. Was zum Teufel? Was zum Teufel, hey, echt? Was ist das denn für ein Blutfleck? Oh, shit, nein! Oh. Ah. Oh, shitty fuck. Oh, Mann. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Ash! Oh, Mann. Ach. Ach, Herr Jemine. Leute, das Spiel wird gruselig. Und ob das alles eine Person ist, das wage ich ja auch noch so ein bisschen zu bezweifeln. Oh, jetzt stiefelt der natürlich auch noch draußen rum. Einer nach dem anderen verlässt das Haus hier. Oh, da hinten ist ja das Licht. Okay, geht's jetzt hier oben lang oder da unten, wo das Licht ist? Ashley! Ich schau mal kurz hier. Auch wenn das eine Sackgasse sein sollte. Wow. Ash. Ah. Ash. Wohin mag sie nur sein? Ashley? Und Chris kann nicht schneller laufen. Was ist das jetzt für eine Hütte? Ich höre sie aber. Hey. Wow! Gott verdammt! Meine Güte! Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte! Hilf mir! Ich komme! Oh, da! Eieiei! Wow! Chris, bist du da? Hallo! Und danke, dass ihr alle gekommen seid! Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris. Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte! Oh Gott! Das kann nicht scheiße, warten. Scheiße, oh, nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay, 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 alles ist bald okay. Alter! Kumpel! Oh mein Gott! Denk lieber nach! Einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ashley retten? Josh retten? Was? Alter! Was sollen wir jetzt machen? Muss ich mich für einen entscheiden? Nee, oder? Komm, ich kann mich da nicht entscheiden. Josh ist unser Kumpel. Ich kann doch nicht. Ashley? Josh? Alter.
Nee, ich lass jetzt. R1, Moment. Ach Gott sei Dank kann ich hier auch noch drauf zugreifen. Ich wollte mir nämlich nochmal die Totems ansehen. Was sagen denn die? Führung? Was war das mit dem Wolf? Das? Achso, das war doch was. Ja, das war irgendwas anderes. Nichts mit der Kreissäge. Verlust. Ja, das war das mit der. Mit Feuer. Gefahr. Eieiei, da habe ich jetzt keine Führung hier, Leute. Da habe ich jetzt keine Führung. Und ich muss irgendwen auswählen. Josh oder Ashley. Oh mein Gott. Ashley? Ich werde dich retten. Es tut mir leid, Ashley. Ach komm, Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hole dich da raus. Oh. Danke. Bitte nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will ich mir nur einbilden. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Ich, was soll ich denn tun? Bro. Wir haben so viel durchgemacht. Komm schon, ich will nicht so abtreten. Chris, bitte. Ich hab solche Angst. Bitte, er darf uns nicht umbringen. Ich war ziemlich komisch drauf und das alles. Aber es wird wieder besser, Mann. Ich schwör's. Was ist, wenn wir keinen auswählen? Was ist, wenn wir keinen auswählen? Oh, nein, Chris! Oh. Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Oh, Mann, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier nein, nein, nicht hinsehen! Oh, denn nicht, Chris! Bitte sag mir, es geht nicht gut! Bitte! Ich komme, Ash, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Scheiße. Psst, wir müssen weg, okay? Scheiße, ich hab doch nichts. Ich hab nicht mal wen ausgewählt, Leute. Ich hab nur noch mal R2 gedrückt, ohne nach rechts oder links zu lenken. Scheiße, Mann. Ach, das kotzt mich an, das Spiel. Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Ein Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Du Scheiße. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Oh ja. Hilfe holen ist gut. Boah, das... Eieiei. Ach du Scheiße. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nein, ganz und gar nicht. Scheiße, nein, tut es nicht. Verstehe.
Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Nein! Oder was willst du? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Was soll ich denn machen? Alter! Bringst du mich ins Grab? Oh. Hast du jetzt vor, dich allein an diesem Komplott zu ergötzen? Ich hab Angst, Mann! Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Ja. Nee, der ist irgendwie nicht real. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Nicht wirklich mehr hier. Ich glaube.